So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Sonne mit mir im Regi. Und heute sind wir im Team Skull Hauptquartier? Fragezeichen. Zumindest sieht das für mich ganz danach aus. Und ich habe meine Pokémon offscreen erstmal schön vollgehalten. Natürlich mal wieder im Gegenzug für 10 Poké-Dollar, glaube ich. Und ja, heute schauen wir uns hier im Hauptquartier mal um. Und ich will wissen, was es hier so alles Feines gibt, ja? Weil wenn es hier nichts Gutes gibt, dann werde ich böse. Der Kölner schaut mich die ganze Zeit an, aber ich bin eben auch ein totaler Gangster. Und deswegen winkst du zurück, oder was? Weil du so ein richtig krasser Gangster bist und... wir finden den Eisstein. Ist das etwa der Stein? Yep, das ist er. Dieser spezielle Stein löst bei bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Er hat ein Schneeflockenmuster. Ja, tatsächlich. Wir können unser Freezing Fox mit dem Eisstein weiterentwickeln. Und zwar zu einem Alola Vulnona. Und ich glaube, in Pokémon Mond ist das dann ein Sandan, was man mit dem Eisstein zu einem Sandamer. Sandamer? zu einem Sandama entwickeln kann. Also nur für den Fall, dass ihr jetzt nicht wisst, wo es den Eisstein gibt. Jetzt wisst ihr es. Das ist die Location vom Eisstein. So, was haben wir denn hier noch so Feines? Ich würde sagen, wir kämpfen uns hier einfach mal straight komplett durch. Das ganze Haus. Und ein muffiges altes Bett, in dem sich überall Pokémon-Haare finden. Kann man hier nicht schlafen? Das war ja in den Generationen davor immer so. Konnte man in den Verstecken hier immer wundervoll was machen, indem man sich einfach ins Bett gelegt hat und die Pokémon wurden dann geheilt. Scheint hier aber erstmal nicht der Fall zu sein. Finde ich persönlich schon ein bisschen schade. So. Eines der Lösungswörter von Team Skull für diesen Monat lautet Prügler. Sollen wir uns das merken? Prügler? Wir sollten uns Prügler merken. Okay, Leute. Prügler, 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 Prügler. Eingeprägt. so lerne ich auch meine Vokabeln ganz nebenbei. Ne? Einfach 3-4 Mal wiederholen, dann passt das. Naja. Jedenfalls. Was erwartet uns jetzt hier heute? Ich versuche auf jeden Fall heute diese Basis schon abzuschließen, wenn es geht. Wäre auf jeden Fall mein Plan. So, Team Skull Rüppel fordert dich zum Kampf heraus. Was geht ab? Biatsch. Mit einem Gastella gegen Kumpelburg. Aha. Das Matchup hatten wir doch sogar schon einige Male. Und ich glaube, Gastella lernt von sich selber aus keine Wasserattacke. Aber Toxin. Okay. Das ist hingegen jetzt natürlich unangenehm. Je länger der Kampf dauert, desto größere Probleme werden wir jetzt gegenüber Toxin bekommen. Aber wir machen zum Glück mit Dampfwalze guten Schaden. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir irgendwann mal Erdbeben... oder vielleicht Erdkräfte oder sowas in der Art erlernen. Und das sollte hoffentlich auch demnächst mal der Fall sein. Zumindest hoffe ich das. okay, Dampfwalze. Reicht es jetzt vielleicht sogar schon aus? Oh, ganz knapp nicht. Kumpelburg. Ganz knapp nicht. Das nächste Mal möchte ich von dir, dass du das schaffst. Ja, Kollege? Okay. So, ist der verzweifelte Versuch, hier Kumpelburg zu synchronisieren. so, Spukball. Einmal böse gucken und das Gastella wird gefinished. Mach es gut, Gastella. Es war schön, deine Bekanntschaft zu machen. Okay. Und daraufhin haben wir die Team... Ich verwechsel immer Team Flair mit Team Skull, Leute, ja? Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, was der Grund dafür ist, dass ich diese beiden Teams immer verwechsel. Aber naja. Hat Brumley vielleicht keinen Zetrin bekommen, weil er eh viel zu stark ist? So eine Art Handicap? Natürlich hat er das, natürlich. Und du bist... Eindringlingen wie dir serviere ich immer ein Drei-Gänge-Menü an Pokémon-Attacken. Also ein Drei-Gänge-Menü meiner Mutter ist schon ziemlich gut. Wisst ihr das? Also jetzt mal ohne Scherz. Ich meine, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der sagt, Mamas Kochkünste sind mit die besten. Und ist natürlich bei euch bestimmt auch der Fall. Und ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Kumpelburg. Du wirst hier jetzt auf jeden Fall nicht drin bleiben, ja? Ich werde dir das hier nicht zumuten, mein Freund. So, Apollo. Frage ist, auf was gehen wir? Ist Jurap nicht immer noch ganz gut? Ich glaube, Jurap ist immer noch ganz gut. Und ganz neben, wartet mal, weißt du, was ich gerade merke? Holy moly, wir sind aber jetzt mit dem Level her ziemlich weit drüber. Ich glaube, ich muss den Peter erstmal wieder ausschalten. Das sind jetzt 6 Level, wie ich sehe. Und das ist ein bisschen too much, ne? Ja, ein bisschen too much ist es auf jeden Fall. Ich werde den EP-Teiler definitiv nach diesem Kampf mal ausschalten. Und seht ihr, was ist ein One-Shot-KO? One-Shot-KO. Ja, One-Shot-KO ist auch nicht schlecht. ein One-Hit-KO. So. Hätten wir das zumindest schon mal abgeschlossen. Was haltet ihr eigentlich von Team Skull, Leute? Ja, Hand aufs Herz. Findet ihr Team Skull cool? Findet ihr Team Skull nicht so cool?
Wir helfen Romley dabei, der krasseste Trainer von Käfer-Pokémon überhaupt zu werden. Deswegen krallen wir uns auch alle Insektium Z, die wir in Alola finden können. Ah. Romley. Ja, ja, Romley hat Käfer-Pokémon. Das haben wir ja bei unserer ersten Begegnung schon gesehen. Hier, was hatte der? Tektas hatte der und ein Ariados bei unserer ersten Begegnung. Definitiv. Zwei Käfer-Pokémon hätte man ja auch schon anhand des Äußeren sehen können. Oder hat man sogar schon anhand des Äußeren gesehen. So, was mache ich da eigentlich? Ich wollte hier den Petal ausschalten. Der geht aber nicht aus, indem ich hier auf Option klicke, sondern im Beutel. Ist ja ein Basis-Item. Okay. Der Petaler. Easy peasy, ausgeschaltet. Und dann machen wir mal hier weiter, bevor ich hier noch irgendeinen Kampf-Encounter. Okay, hier gibt's nichts. Und wo führt uns diese Tür hin? Ein weiterer Hintereingang? Ein weiterer Zettel. Eines der Lösungswörter von Team Skull für diesen Monat lautet Eneko Kakao. Notiz. Ein echtes Team Skull-Mitglied erkennt man daran, dass es immer No Way erwidert. Okay, also No Way und Eneko Kakao. Das sind so die Informationen, die ich mir jetzt hier eingeprägt habe. Was war das erste nochmal? Prügler, richtig. Meine Vokabeltest-Methode scheint zu klappen. Also wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr Vokabel lernen wollt, Leute... Benutzt einfach die Methode, die ich heute auch angewendet habe. Ihr werdet es nicht bereuen. So, auf ins Obergeschoss. Irgendwie erinnert mich das an Resident Evil 1, Leute. Und oh, Marschbombe, what? Jetzt schon Marschbombe, warte mal. Wobei, klingt logisch, ne? Wenn wir hier im Team Skull Hauptquartier sind, die ja bevorzugt Unlicht, Käfer und Gift-Pokémon benutzen. Passt das. Und ja, Marschbombe auf jeden Fall auf Toxa drauf. Anstelle von Marschbombe. Hm. Habe ich noch irgendwas anderes, was ich auf Toxalt spielen kann? Hm. Ich überlege gerade. Es gibt doch bestimmt irgendwas anderes, was wir noch auf Toxalt spielen können. Weil der Drachenwut ist jetzt, glaube ich, echt so ziemlich out. Das können wir nicht mehr gebrauchen. Es sollte hier vielleicht mal zur Abwechslung was anderes geben. Hm. Ich probiere mal Nitro-Ladung. Klingt auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht mal so gut, aber ich glaube, es ist definitiv besser als Matschbombe. Es ist definitiv besser als Matschbombe, ich bitte euch. Da gibt es gar keine Widerrede. Ich meine, Drachenwut, das macht gar nichts. Ich habe gerade Matschbombe gesagt, ne? Ich habe Matschbombe gesagt. Egal. So. Keine Ahnung, warum Rechte spielt so weit oben, Mist. Aber... Ich mag den Ruf ganz nebenbei. Der Ruf ist ziemlich cool. Okay, dann müssen wir hier wieder was an der Reihenfolge ändern. Sonst gibt es Ärger von meinem Pokebro Sui zum Shomaru. Okay. Ey, warte mal. Ich habe hier gerade was entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob ich Vulpix jetzt schon entwickeln möchte. Hm... Ich muss mal zum nächsten Part schauen, ob Vulpix irgendwas Neues, Cooles erlernt. Als Vulnona. Oder ob es noch als Vulpix was Cooles, Neues erlernt. So. Denn wenn wir es entwickeln, könnte es sein, dass es dann nicht mehr so viele Attacken erlernt. Wisst ihr? Und... No way! Das ist doch bei Team Skull Tanktop, das du da anhast, oder? Ich glaube, es hakt. Ach, deshalb riecht das Teil so komisch. Die Dinger sehen aber auch alle gleich aus. Wie soll man die denn auseinanderhalten? Gute Frage. Das riecht überhaupt nicht komisch, das duftet. Und zwar ganz hervorragend. Wird aber auch echt Zeit, dass wir unsere Klamotten mit Namen beschriften. Gar keine schlechte Idee. Vielleicht werden wir dann endlich mit unseren Namen gerufen und nicht einfach nur als Rüpel bezeichnet. Klingt logisch, ne? Hey, du da! Du kannst doch nicht einfach so. Und du kannst uns auch nicht einfach so belauschen. Dafür gibt's jetzt gleich mal was auf den Deckel. Ist das ein Doppelkampf? Ich glaube, das ist ein Doppelkampf. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, Leute, was diese Pose von den Team Skull-Rüpeln bedeutet. Ich glaube, das soll eine Art Totenkopf darstellen. Also das soll, also diese, wenn die halt diese Arme so anrunden, ne, bedeutet das, glaube ich, so viel wie, naja, gute Frage. Egal, ich habe nichts gesagt. Gute Frage. Wir wechseln auf Herc. Herc trifft zumindest Unlicht-Pokémon sehr effektiv, wird aber, oder resistet Unlicht-Attacken leider nicht, das ist ein kleines Problemchen, aber Tiefschlag kann man dadurch natürlich auch umgehen. Risikotackle. Risikotackle. Das
Positive ist, die haben nicht mehr den Normaltypen. Das heißt, so viel Schaden macht das nicht mehr, weil es kein Step ist. Kreuzschere hingegen macht noch 7 Schaden. Wir sollten uns merken, Leute, Kreuzschere ist auf jeden Fall ganz gut. So, Nummer 1 wurde besiegt. Das können wir, glaube ich, bei Nummer 2 besser beobachten, wenn wir gegen sie kämpfen. Das ist jetzt aber echt peinlich. Ich werde wohl auch immer ein einfacher Rüpel bleiben. Echt jetzt? Wie arm ist denn das? Aber warte, das zeige ich ihm sofort heim. Wir zwei tragen schließlich das gleiche Tanktop. Wir müssen zusammenhalten. Sieht doch echt so aus, oder? Als ob das irgendwie so einen Totenschädel darstellen soll, wenn die die Arme anwinkeln. Na. Ich bin verwirrt. So. Was habt ihr jetzt so Feines? Ein Radikal. Also die ist auf jeden Fall stärker als ihre Kameradin, als ihr Teammitglied. Okay, Radikal. Das ist jetzt natürlich auch deutlich unangenehmer. Und da muss ich, glaube ich, sogar auf Jura abgreifen. Ich habe riesengroßen Respekt vor Radikal, Leute. Wisst ihr? Ich weiß nicht, was die Fähigkeit ist. Ich kann mir vorstellen, dass das Titankiefer hat. Ich weiß es aber nicht. Und das heißt dann natürlich, dass es hier mit so einem Knirscher, mit Step, es hat ja jetzt auch Step drauf, super, super krassen Schaden macht. So. Oh, Schraubensenergranate reicht nicht aus. Ich sag ja, Radikal in seiner Alola-Form ist nicht schlecht, Leute. Es ist ein starkes Pokémon. Ein Pokémon, was man respektieren sollte. Gerade im Story-Verlauf ist das Ding, glaube ich, echt praktisch. Klar, es scheitert wahrscheinlich wieder gnadenlos an Feen-Pokémon, wie, naja, keine Ahnung, viele Pokémon vom Typen Unlicht, aber naja. Der Feen-Typ ist natürlich fair und square balanced. Gar nicht OP oder so. Das muss ich jetzt auf das fremde Tanktop schieben. Der Geruch ist einfach. In meinen eigenen Klamotten fühle ich mich viel wohler. Hätte ich die angehabt, hätte ich den Kampf nie im Leben verloren. Ach, hör auf zu labern. Okay, kleinen Moment. Warum sind wir jetzt eigentlich hier rausgegangen? Warte mal. Hier gibt's aber nichts, oder? Das heißt also, das war sozusagen ein Dead Loss. Hier gab es einfach mal gar nichts. Okay, hier gibt's einen Trainer. Ach, und da ist ein Zettel. Ha, ganz schön derp von dir, einfach in mein Zimmer, einfach so in ein Zimmer anderer Leute reinzuschauen. Ist das dein Zimmer? Das sieht aber ja ziemlich asozial aus, ne? Gar nicht mal fresh, wie ich es eigentlich gewohnt bin von, naja, Team Rocket zum Beispiel. Die sind organisiert und bei euch sieht es einfach nur heruntergekommen und assi aus, aber, naja, ihr sollt ja auch assig darstellen. Boom, Imantis. Aga Psycho Mantis aus Metal Gear. Ich glaube, wir hatten schon mal dieses Matchup, oder? Spukball und die Mantis ist tot? Fragezeichen? Also so hat das Matchup, glaube ich, bei unserem ersten Treffen geklappt. Spukball müsste jetzt noch für ein One-Hit-KO ausreichen, oder? Jo! Klar, Critical Hit, Volltreffer etc., aber pff, der war irrelevant. Der Volltreffer war irrelevant, da lege ich mich fest drauf. So. Das hier ist ein Eisen, was wir bekommen. Nice. Und den Fernseher wollte ich jetzt eigentlich nicht einschalten. Ja, mein Fernseher zum Beispiel, der ist seit Monaten aus, aber naja. Eines der Lösungswörter von Team Sky für diesen Monat lautet Tektas. Ich weiß gar nicht, warum Tektas. Ist das vielleicht Bromley's Signature-Pokémon? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was machst du eigentlich hier? Dabra? Was? Dabra? Was geht? Hast du einen Einladungsschein von Team Sky oder was willst du hier? Ich wollte mich eigentlich nur bei euch bewerben. Ich mag eure Klamotten und so, aber naja, anscheinend ist das hier nicht so gerne erlaubt bei euch, ne? Dass man einfach so als Fremder hier reinschaut und sich bewirbt. Das habe ich nicht gern gesehen. So, zwei Pokémon. Zeig mir deine zwei Pokémon. Zeig mir deine zwei Pokémon. Reiß los. Okay, du kommst wohl ganz nach deinem Meister, ja? Nach deinem Boss. Okay. Reißlos ist aber, wie gesagt, trotzdem kein Problem. Das kriegen wir mit Kumpelbock easy peasy besiegt. Ich bezweifle, dass Reißlos hier irgendwas Interessantes macht. Ja, Reißlos, du bist ein kleiner Feigling. Ja, du bist ein kleiner Feigling. Ein kleiner Stinker bist du. Du reißt nichts. Ich meine, du wirst, glaube ich, zu Tektas. Ja, laut Dex-Eintrag wirst du zu Tektas. Keine Ahnung wie, was die Voraussetzungen sind. Aber mir ist wurscht. Mir ist wurscht. Du, solange du dich nicht entwickelst, bist du kein wirklich ernstzunehmender Gegner. Reißlos, ja, sorry. Sorry. Muss mir gar nicht hier irgendwie unterkommen oder so. Okay. Traumato, das alte Pädophil. Sollte aber trotzdem kein Problem sein. Spukball müsste, glaube ich, ausreichen. Okay. Okay, okay. Hier haben wir wieder den perfekten Beweis, dass Traumato speziell vor allen Dingen doch schon ein bisschen was aushält.
Das dürft ihr auch bei Hypno nie unterschätzen, Leute. Hypno hält speziell relativ viel aus. Nur mal so als Info. So, und es ist natürlich auch klar, dass nach einem Sandwirbel mein Angriff daneben geht. Und jetzt kann Kumpel Burg hier erstmal ins Gras beißen. Vielen, vielen Dank. Und das nur, weil ich den Angriff nicht getroffen habe. Fair and square. So, ich glaube, ich gehe mal auf Freezing Fox. Ursprünglich hatte ich den EP-Teil nur so lange an, weil ich Freezing Fox trainieren wollte. Aber Freezing Fox ist, glaube ich, schon vom Level her sogar schon recht gut dabei. Ich wollte schneller sein als Traumate und sollte hier mit dem Aurora-Strahl das Ding auch noch rausnehmen. Boom! Mach es gut, Traumato. War schön, dich gekannt zu haben. Und der Rüpel, er hat gefällt. So, wie war das jetzt? Was ist denn mit dir jetzt? Hey, du da! Du bist sicher eine Audienz bei Bromley, hm? Da musst du erst die drei Lösungswörter nennen. Gut, dass wir uns hier gemerkt haben. Prügler, Tektas und... Inekoro-Kakao? Okay, dann nehmen wir jetzt mal Bromleys Lieblingsattacke für diesen Monat. Prügler? Dann wir jetzt mal Bromleys Lieblings-Pokémon für diesen Monat. Für diesen Monat? Ich glaube, nicht nur für diesen Monat. Okay, dann wir jetzt mal Bromleys Lieblingsgetränk für diesen Monat. Inekoro-Kakao. Die Lösungsworte lauten deiner Meinung nach also Prügler, Tektas, Inekoro-Kakao. Bist du dir sicher? Klar. Die Passwörter hast du zwar richtig aufgesagt, aber wenn ich frech ist, kann hier gleich wieder heimgehen. Such doch meinetwegen das ganze Haus nach Bromley ab, wenn du ihn treffen willst. Aha, Trick 17, okay. Einige von euch wissen das natürlich schon. Ich habe hier, um ehrlich zu sein, auch in meinem anderen Spiel sehr, sehr hart gestruggelt. Wo eigentlich nicht, ich saß ja eigentlich nur 5 Minuten dran, bis ich realisiert habe. Ich habe nochmal mit jedem NPC gesprochen. Ich habe ja auch nochmal alle drei Listen durchgesprochen. Ihr erinnert euch noch an diesen No-Way-Teil, oder? Das haben die gut gemacht. Also, ich fand das richtig trollig und gut. Denn wir müssen ja natürlich mit No Way antworten. Weil ein wahres Team Skull-Mitglied antwortet natürlich mit No Way. Ist doch klar. Also, No Way. Haha. Du kennst Bromleys Vorlieben und antwortest dann trotzdem rotzrecht mit No Way? An dir ist echt ein prima Skull-Rüppel verloren gegangen. Ja, dankeschön. Für auch die Audienz bei Bromley musst du übers Dach latschen. Das kannst du gar nicht verfehlen. Dann wollen wir das doch mal erledigen. Okay, hier haben wir nichts. Und dann müssen wir hier übers Dach latschen. Ist das eine Trainerin? Oder hält die einfach nur Ausschau? Oh, das ist eine Trainerin. Okay. Ah, so ein Vordach hat schon was Romantisches. Und da willst du echt einen Fight abhalten? An sich nicht. Warte mal, wo kämpfen wir jetzt gerade? Also was ist der Kampfhintergrund? Ist das jetzt einfach nur Pro oder ist das hier extra sogar noch so ein Dach? Wenn es extra jetzt so ein Dach ist, dann fände ich das ziemlich geil. Aber ich glaube, es ist einfach nur Po. Ja, es ist einfach nur Po. Ja. Ich verübel das natürlich auch keinen. Ist, denke ich, auch nicht wirklich einfach darzustellen. So, aber naja, da wir jetzt wieder mit einem Schritt draußen sind, können wir natürlich nicht drinbleiben und müssen deswegen rauswechseln. Ist ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt nicht mit Toxa drinbleiben kann. Normalerweise hätte ich hier einfach Funkenflug drücken können. Das Problem ist aber natürlich der Regen. Durch den Regen werde ich hier nicht mal einen Two-Shot hinkriegen. Heißt also, wir gehen einfach auf Herc raus. Herc ist vom Typ Käfer Elektro. Kann Funkensprung und sollte ihr mit Funkensprung auf diesen Golbat erheblichen Schaden zufügen. Ah! Fast der legendäre One-Hit-KO, aber auch nur fast. Wisst ihr was? Ich will Erfahrungspunkte für Freezing Fox. Deswegen wechseln wir auf Freezing Fox. Freezing Fox, man! Mal schauen. Bam. Vielleicht kommt die Full Para durch. Leider nicht. Stattdessen gibt es einen Blutsauger. Der sollte aber nicht so viel machen. Es ist schon ein Stück. Aber die Paralyse hat mir diesen Spielzug streng genommen auch eigentlich nur erlaubt. Bam! Aurora Strahl. Und das war's mit Golbat. Ich bezweifle, dass das Golbat hier so im Aurora Strahl überlebt. Wir haben noch ewiges Eis drauf. 20%iger Damage Bonus. Als ob das überlebt. Ist mal ernsthaft. Als ob es das überlebt. Pff. Ich bitte euch. No way, dass es das überlebt. Ja, Team Skull ist schon eine super sympathische Mannschaft, auch wenn sie eigentlich die Bösen sind. Okay, das erinnert mich ein bisschen an das Prismania City Versteck von Giovanni. Mit diesen zwei Wachen davor. Ich weiß nicht, ob meine Pokémon geheilt werden. Aber für den Fall der Fälle heile ich einfach mal meinen Pokémon hoch. Ich meine, wofür hat man sonst Tränke? Na Leute, wofür hat man sonst Tränke? Mein Supertrank wurde gebracht, will benutzt werden, dann machen wir das auch. Oh, deswegen... Was ist mit euch? T
Tja, war das jetzt clever von dir herzukommen? Wer weiß, ich schätze, diese Frage kannst du dir wohl selbst noch beantworten, yo. Du willst eigentlich reingehen. Geht dir da nicht die Muffe? Was für eine Muffe? Ich will einfach rein. Da haben wir sie ja. Und da ist Mangunia, Kein Erbarm, keine Gnade, ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große böse Bromley. Das ist echt mal eine schöne Abwechslung. Bist du extra den weiten Weg zu mir gekommen, um von mir platt gemacht zu werden? Platt machen? Pff, du bist nicht zum Kämpfen hier. Dann wohl wegen dir Mangunia, was? Ach stimmt, ich wollte ja, dass du herkommst. Na, Mangunia, wir werden dir helfen, Mann. Du hast dich also für ein fremdes Pokémon ganz allein in unser Versteck geschlichen? Reicht dir nicht, dass du dich schon um deine eigene Pokémon kümmern musst? Haha, du bist ein ganz schöner Spinner. Denn was macht man, wenn man die Technik mal wieder spinnt? Man haut ordentlich drauf. Jedenfalls funktioniert das bei mir immer. Ich muss zugeben, dass man meistens nicht mehr viel davon übrig bleibt. Meistens. Egal, jetzt bist du dran. Jetzt geht's wieder ran gegen Bromley. Ein absolut sympathischer Typ, meiner Meinung nach. Er ist so ein richtig verrückter Kerl, so ein richtiger Maniac. Finde ich gut. Ich mach, guckt euch mal diese Pose an, ist die nicht krass? Und er hat immer noch nur zwei Pokémon. Wieder Arealos und Tektas. Aber diesmal liegt er mit Tektas. Oh, okay. Er liegt diesmal mit Tektas. Das ist auch interessant, dass ihr direkt mit Tektas startet. Kommt wahrscheinlich eine Kalkklinge, oder? Kalkklinge haben wir bei unserem ersten Kampf auch schon gesehen. Bedeutet für mich, wir wechseln mal raus auf Jura. Kalkklinge. Jurab ist eigentlich ein ganz gutes Pokémon, aber Kalkklinge macht hier trotzdem massiven Schaden, ey. Siedewasser. Ich will das Ding jetzt erstmal verbrennen, wenn es geht. Verbrennung wäre super. Neverlucky. Oh mein Gott, Schwertanz. Oh, go, 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 go. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Okay, wir umspielen Schwertanz, indem wir auf Schaumserenade klicken. Weil dann fällt der hier unter seine 50% und müsste sich doch zurückziehen, oder? Jo. Hatten wir ja, soweit ich weiß, auch bei unserem ersten Kampf. Warte, hat der bei unserem ersten Kampf mit Tektas geleadet? Keine Ahnung mehr. Naja, was machen wir jetzt hier in der Situation? Schaumserenade auf Ariados, Schattenstoß, easy peasy tecken wir. Ja, ich bezweifle, dass wir große Probleme bekommen werden. Jurab ist einfach... Naja, vom Typen her ist es gar nicht mal so gut gegen Bromley. Ich meine, wenn dieses Ariados jetzt irgendeine Wasserattacke könnte, hätte das schon böse enden können. Irgendeine Giftattacke, Verzeihung. Aber ich glaube, selbst eine Giftattacke hätten wir ab 90 KP ausgehalten. Deswegen weiß ich jetzt nicht, warum ich mich hier irgendwie... Warum ich mir jetzt irgendwie ins Hemd machen sollte. Okay, Tektas kommt wieder. Und wir gehen auf Hurt. Hurt müsste doch eigentlich hier eine super Figur abliefern. Hat den Evoliten drauf, das heißt, ein Hit tankt das auf jeden Fall. Es sei denn, dieses Tank das crittet jetzt irgendwo. Und ich weiß gar nicht, ob wir schneller sind. Ich werde aber einfach mal Funkensprung drücken. Okay, da kommt der Überrumpler. Ja, easy. Sieht nicht nur daran, dass wir zwei Level drüber sind. Den hätten wir auch so easy getankt. Der Evolit ist einfach zu mächtig. Evolit auf Hurt. Ich überlege echt, ob ich das Ding noch entwickeln möchte. Und nicht traurig sein. Nicht traurig sein. Bromley, du bist immer noch cool. Ah, Bromley, was treibst du denn da? Hey, du da, gib mir das Pokémon zurück, das wir gestohlen haben. Okay, okay. Mang, Mang, Mangunior. Ach, das sind diese Z-Kristalle da, diese Insekten, die um Z sind. Da seht ihr das, die in der Kiste, die so leuchten. Ach. Und weg ist er. Irgendwann mache ich dich platt. Ich habe doch ein Ass im Ärmel, das wirst du schon sehen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was er damit meinte. Und Mangunio ist jetzt wahrscheinlich schon weg, zurück, was auch immer. So, was ist das denn jetzt? Du hältst halt den Z-Kristall Insektium Z. Oh! Ach so, das war das Insektium Z. Hatten wir das noch gar nicht? Tatsache, das hatten wir noch gar nicht. Okay, dann haben wir jetzt das Insektium Z, Leute. Joa. Sorry, dass ich dir ja. Mann, Mann, du bist ja gar nicht der Boss. Alter, Falter, was geht hier eigentlich ab? Ach, macht doch alle, was ihr wollt. Ich hab Schädelweh. Was? Die Abnehmer sieht recht mitgenommen aus, als hätte da immer und immer wieder jemand mit seiner Faust dagegen geschlagen.
natürlich hier nochmal schön Alkohol auf dem Tisch. Seht ihr das? Ja, die Wodkaflasche von Bromley. Ah, der arme Bromley scheint schon ein leicht deprimierter Mann gewesen zu sein, der arme. Okay, aber was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir verlassen jetzt einfach mal Po und gehen zurück zu Lola und dem Kid und sind fertig hier, denke ich mal, oder? Ich verlasse einfach mal das Gebäude. Sollte aber schon klappen. Oh, den haben wir auch noch da. Der alte Sack. Keine Ahnung, wer das ist. Wer kann das nur sein? Gehört dieses Ding zu dir? Ui, Magunio. Es sah völlig aus, dass ich war Freude, als es mich entdeckt hat. Es muss ganz schön unter Schock stehen, sich so über einen alten Knacker wie mich zu freuen. Was habe ich mir da wieder nur eingebrockt? Du bist auf Inselwanderschaft, hm? Aber keine Sorge, deshalb nehme ich dich dort lange nicht auf die leichte Schulter. Du hast im Alleingang Team Skull fertig gemacht, mit dir ist nicht zu spaßen, das ist klar. Pass auf, ich halte die Pokémon für dich. Sag mal, will ich mir das nur ein oder treiben sich hier plötzlich viel weniger Skull-Heinis herum? Die meisten von ihnen haben wahrscheinlich zusammen mit ihrem Boss die Flatter gemacht. Onkel Yasu! Und schon ist sie wohl dahin. Junior! Oh, du Armes, du hast doch bestimmt große Angst, hm? Vielen, vielen Dank, Rigi, du bist wirklich klasse. Okay, ja, also du bist doch ein Polizist und ein ziemlich guter dazu. Dann benimm dich gefälligst auch wie einer und behalte Team Skull besser im Auge. Wofür wohnst du denn hier, sonst hier im Puh? Die Miete ist ja einfach am billigsten. Das ist direkt neben dem Hauptquartier von Team Skull wohnen, hat keine beruflichen Gründe. Das musst du nicht verstehen, so bin ich eben. Ach, das kaufe ich dir nicht ab. Du bist nicht so hart, wie du immer tust. In Wirklichkeit sorgst du dich doch um die Pokémon, die von Team Skull verletzt werden. Anstatt sie der Aether Foundation zu überlassen, bleibst du hier und versorgst sie selbst. Du bist so ein Sturkopf. Komm, Mangunio, lass uns zurück zum Aether-Haus gehen. Mangu! Bis bald, Onkel Yasu. Wir sprechen uns später. Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Ich sag doch, der Typ ist echt ein bisschen drippy. Schon später im Elbehaus vorbei, ja? Also dann Alola. Ich frage mich, wer glücklicher ist. Die Pokémon in ihren Pokébällen oder die Typen von Team Skull in ihrem Versteck? Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Vergleich. Yasu. Yasu, Yasu, Yasu. Wer ist dieser Yasu und was meinte er eben mit seinem Spruch? Wir werden sehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Also wenn die Folge euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Und dann machen wir weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Was sagt die Rotom-Karte? Wir müssen ins Aether-Haus. Alright, machen wir zur nächsten Folge. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, mach's gut, bleibt schon fruchtig und ciao. Euer Regi.